Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Das nächste Video in der Reihe meine Top 5 Lieblingssorten von Tabakhersteller XY, heute mit Revoshi. Wir waren ja letztens noch auf dem Tasting, habt ihr vielleicht in meiner Insta-Story gesehen. Übrigens, schaut gerne bei Insta vorbei, wenn ihr da immer aktuell mitbekommen wollt, was bei mir so an neuem Stuff ankommt oder was ich so treibe in der Shisha-Szene. Könnt ihr da gerne mal ein Follow da lassen, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber wir waren auf dem Revoshi-Tasting und ich war ja auch letztens noch auf dem Revoshi-Camp auf den Malediven. Geisteskrank. Dicker Kuss da nochmal an Revoshi für die Einladung. Hat aber eigentlich nichts mit dem Video zu tun, außer, dass ich da natürlich sehr viel Revoshi probiert habe und es keinen passenderen Zeitpunkt geben könnte für meine Top 5 Lieblingssorten von Revoshi. Angefangen mit dem Platz Nummer 5 und das ist eine Sorte, die mich krass überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass die sich bei mir in die Top 5 reinmogeln kann. Und zwar ist das der Biscuit. Ein Kuchenteig-Tabak. Plätzchenteig-Tabak? Teig-Tabak oder so? Keine Ahnung. Kuchenteig, Plätzchen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine cremige Sorte. Und das ist bei mir wirklich eine Challenge, dass ein Tabakhersteller mit einem cremigen Tabak in meine Top 5 reinkommt, weil ich persönlich normal gar kein Fan von cremigen Tabak bin. Ich bin so der klassische fruchtig-frisch-Shisha-Raucher. Aber der Biscuit war sehr, sehr lecker und sehr gut getroffen. Und in Mischung für morgens zum Beispiel noch mit, weiß ich nicht, Belgian Morning oder Blue Crumb oder White Cake und. Also wenn ich mal cremig rauche, stehen die Chancen tatsächlich sehr gut, dass der Biscuit von Revoshi da mit drin ist. Und weil der mich so überrascht hat, definitiv Platz 5 in meiner Top 5. So, der nächste Tabak ist ebenfalls ein Flavor, der mich überrascht hat, weil ich ihn sonst normal nicht in meinen Top 5 finde. Und zwar ist es der Orange oder der Orangenminze, je nachdem, es gibt beide. Ich mag auch beide sehr gerne. Das hätte ich nicht gedacht. Also normal ist Orange so ein Flavor. Es gab bis jetzt einen Orange-Tabak, den ich wirklich geil fand. Und das war der von Strong Somo, also von der Somo Strongline damals. Der Strong Orange, der war für mich ein absolutes Brett. Und seitdem gab es keinen Orange-Tabak, der mich krass abgeholt hat. Für mich hatte Orange irgendwie bis zu dem Zeitpunkt immer so unangenehme Noten dabei, die mich dann irgendwie zu krass an den Sauna Aufguss erinnert haben, in einem negativen Sinn. Und deswegen war irgendwie Orange bei mir fast gar nicht mehr am Start. Das hat sich aber geändert mit dem Orange von Revoshi. Der hat zwar auch so ganz leichte Sauna-Flavor-Noten, aber da nicht im negativen Sinne, sondern da gefallen die mir irgendwie. Ich kann es auch sehr schwer beschreiben, ist auf jeden Fall ein sehr leckerer Orangen-Flavor, der eher in die natürliche, nicht in die Süßigkeiten-Orangen-Richtung geht. Also ist jetzt nicht so Richtung Fanta oder sowas. Es ist wirklich eine relativ spritzige, natürliche, aber sehr leckere Orange, die aber definitiv bittere Töne mit dabei hat. Also eine natürliche Orange hat ja eher bittere Töne dabei als süße. Das ist dann, wie gesagt, eher bei so Süßigkeiten, Fanta, sowas in die Richtung. Und deswegen ist das Ding bei mir auch immer wieder sehr, sehr schnell weg. Der Orange von Revoshi, für mich sehr lecker, für mich sehr überraschend und deswegen Platz 4 in der Top 5. Übrigens mag Mia den Orange auch sehr gerne. Ich glaube, von Mia ist Orange vielleicht sogar die Lieblingssorte von Revoshi. Bin ich mir nicht ganz sicher, weil die nächste mag Mia auch sehr gerne. Und zwar ist der Platz Nummer 3 der Erdbeere von Revoshi geworden. Erdbeere, eine super komplexe Sache, um das Ding als Shisha-Flavor rauszubringen. Viele haben es versucht, viele sind dran gescheitert. Revoshi meiner Meinung nach nicht, aber Revoshi hatte da auch einen kleinen Twist an der Erdbeere. Es ist nicht einfach nur eine pure Erdbeere, zumindest meiner Meinung nach. Also der Flavor heißt einfach Strawberry, aber für mich ist da auf jeden Fall noch irgendwie so eine Joghurt, Frozen-Joghurt-Note, Sahnenote, irgend sowas milchig, cremiges mit dabei, was den ganzen Flavor von einer normalen, natürlichen Erdbeere mehr zu so einem Campino-Bonbon werden lässt, was ich sehr geil finde. Und die Erdbeere, die als Aroma für Shisha sehr schwer umzusetzen ist, da mit der Kombination mit diesem Sahne, Creme, whatever, super harmoniert und den ganzen Flavor von einer flachen Erdbeere auf einen sehr vollmundigen Flavor hochhebt. Und das ist auch sehr beeindruckend. Also ihr merkt schon, Revoshi überrascht mich teilweise mit Sorten, wo ich nicht dachte, dass ich sie mal rauchen werde oder die ich eher abgeschrieben habe, weil schwer umzusetzen und so. Aber Revoshi hat es geschafft, sowohl bei dem Biscuit als auch bei dem Orange als auch bei dem Strawberry, dass mir die Flavor auf einmal schmecken. Auf jeden Fall Strawberry, für mich eine Erdbeere mit noch so einer leichten Sahnennote. Sehr leckeres Ding. Platz Nummer 3. So, der Platz 2 könnte vielleicht überraschend sein oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist der Platz 1 eher überraschend als der Platz 2. Wobei ihr euch Platz 1 schon denken könnt. Egal, ich überschlag mich. Platz Nummer 2 von Revoshi. Für mich der Traube.
Der mit noch einer Minze gemischt ist eine sehr leckere Alternative. Normal rauche ich ja meistens den Holstertraube-Minze, aber auch der Revoshi-Traube mit noch einem Minzshot zum Beispiel von Holster oder Hooker Squeeze Minzpaste oder sowas noch dabei. Auf jeden Fall für mich persönlich essentiell bei Traube immer noch ein bisschen Minze mit dazu zu machen. Eine sehr leckere Traube, die eher so natürliche Traube darstellen soll, aber irgendwie noch so leicht herbale Noten, florale Noten mit dabei hat, was es ein bisschen ausgefallen macht, aber die Noten ganz dezent im Hintergrund gehalten, was den ganzen Flavor dann doch eher bei einer klassischen Traube bleiben lässt, aber mit einem kleinen Twist. Der mit Minze gemischt, unglaublich geiles Brett, habe ich auf den Malediven, glaube ich, so ziemlich nonstop geraucht. Da gab es nur ganz wenige Ausnahmen, wo ich mal was anderes probiert habe oder was anderes geraucht habe. Und das ist unser Platz 1. Und der Platz 1, ich denke, viele von euch können sich schon denken, nachdem das Video hieß, mein Lieblings-Doppelapfel, der Depp Strong von Revoshi. Ein Gedicht an Doppelapfel. Doppelapfel ist mit Vorsicht zu genießen, Leute. Es ist nicht einfach nur Apfel. Doppelapfel bedeutet immer Apfel und Anis, also sozusagen Lakritz. Das muss man mögen. Es ist vielleicht sogar so ein klein bisschen ein Acquired Taste. Also man muss sich da ein bisschen ranarbeiten. Als ich angefangen habe, Shisha zu rauchen vor über 10 Jahren, war Doppelapfel eine absolute Hölle für mich. Da hätte mich nichts dazu gebracht, dieses Zeug zu rauchen. Aber irgendwann in der Shisha-Karriere kam es dann doch dazu, dass mir Doppelapfel geschmeckt hat. Da war lange Zeit nonstop der Alfacher für mich der unangefochtene Platz 1 und ich hätte nicht gedacht, dass es mal einen Flavor geben wird, der den Alfacher Doppelapfel ablösen kann. Aber das ist für mich passiert mit dem Depp Strong von Revoshi. Wie gesagt, ein Gedicht an Doppelapfel und mein Platz 1. Lasst mir gerne eure Top 5 unten in den Kommentaren. Lasst mich wissen, von welchem Tabakhersteller ihr als nächstes meine Top 5 hören wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.